Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Alle, die jetzt zugeschaltet haben, werden wahrscheinlich wegen dem Adventskalender hier hereingeschaltet haben. Vorab noch eine kurze Info, wer es noch nicht gesehen hat, würde mich freuen, wenn ihr in der Kolumne auch vorbeischaut. Die ist gestern online gegangen mit den beiden Themen, wie oder warum Brettspielen kein Mainstream. Und das zweite Thema ist Adventskalender bei den ganzen Online-Versendern. Reißt jetzt unsere Ungeduld und wir gehen in den Kaufrausch hinein. Fand ich sehr, sehr spannend, da mal drüber zu diskutieren und meine Meinung kreisen zu lassen. Inzwischen haben auch sehr viele schon in den Kommentaren geantwortet. Werde ich auch nochmal mir alles anschauen und so nach und nach dann in die Diskussion mit einsteigen. Vielen Dank dafür. Ja, heute müsst ihr folgende Frage beantworten und die ist mir jetzt gerade spontan gekommen. Ich bin ja Fan von Geo Epoche, lese ich sehr gerne und hier habe ich die babylonischen Weltwunder. Dementsprechend meine Frage heute, in welche Zeit, wenn ihr in eine Zeit zurückreisen könntet, ohne dass da irgendwelche Gefahren auf euch lauern würden, also sprich, ins Mittelalter und dann hättet ihr das Problem mit der Pest oder was auch immer. Also in welche Zeit würdet ihr gerne zurückreisen und warum? Das fände ich mal sehr spannend zu beantworten. Ja, und jetzt fragt euch natürlich, warum ihr das beantworten sollt. Es gibt auch noch ein paar Sachen zu gewinnen. Und zwar gibt es hier von Abacus die Sherlocks. Und damit das sich auch lohnt, gibt es nicht nur einen, nicht nur zwei, nein, gleich drei Sherlocks. Das sind die, glaube ich, aus der zweiten Serie, nämlich der Butler, Wer ist Vincent Leblanc und Grabesstille, ebenfalls gut zu empfehlen. Spieldauer ist, glaube ich, so eine knappe Stunde war das. Ist auch schon wieder länger her. Ja, eine knappe Stunde. Kann man solo spielen, kann man aber auch zu zweit, zu dritt, zu viert spielen. Passend jetzt gerade auch zum Lockdown, also in kleinerer Runde spielbar. Und Schwierigkeitsgrade sind komplett zweite Stufe, also würde ich jetzt mal sagen, fortgeschrittene. Also, hier gibt es Abacus-Spiele, Sherlock, Grabesstille, Wer ist Vincent Leblanc und Der Butler. Ja, und hinterlasst doch gerne ein Abo, da freue ich mich besonders drüber. Oder einen Daumen hoch für das Video, falls es euch gefallen hat, wenn ihr Lust habt, am Adventskalender teilzunehmen. Die Spiele der zweiten Charge, die ich gestern bekannt gegeben habe, die Sieger und Siegerinnen, da sind, glaube ich, schon 5 Spiele wieder auf Reisen. Die packe ich jetzt heute zur Post, sodass ihr da eben halt auch schon informiert seid. Die mir gestern geschrieben haben, da sind die Spiele heute auf dem Weg. Das heißt, das müsste bis Weihnachten auch noch klappen. Alle ab Kläppchen 15 aufwärts wird es dann erst nach Weihnachten geben. Die Ruhephase gönne ich mir dann auch. Also das wird irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr auf den Weg gehen. Aber ich werde insbesondere in der nächsten Woche für mich auch ein Stück weit mal kürzer treten, weil doch auch ich merke, dass die Anspannung halt ziemlich vor Weihnachten da ist. In diesem Sinne, euch noch eine schöne Restwoche. Wir haben ja noch 3 Tage vor uns, bevor dann vielleicht der größere Teil von euch in die Weihnachtsferien abdampft. Und viel Spaß bis dahin, auch beim Spielen oder was ihr sonst so gerade tut. Bis dann, euer Christoph. Ciao.